So Freunde, wir sind hier in meinem Wohnzimmer. Wir gucken heute die Eintracht Conference League und ich hoffe, dass wir da irgendwann mal kämpfen. Wenn einer dieses Stadion voll macht, dann nur der Christian. Welchen Gegner würdest du dir wünschen? Ist da Wodka drin oder was? Egal, wir kommen, genau. Wir gehen jetzt erstmal zur Eintracht. Deine Predictions fürs Spiel? Alter, gewinnt man. Was ist das immer für Fragen, Alter? Heute hier im Urus unterwegs? Vermisst du deinen manchmal? Nee, aber ich habe keine Winterreifen auf meinen Autos. Wenigstens kommt er angerannt. Ist gedacht. Ich mache mich doch fit für dich. Ich bin gestern 8.30 Uhr morgens, also heute 8.30 Uhr morgens nach Hause gekommen. Dann habe ich noch ein bisschen mit dem Christian geschrieben. Dann bin ich schlafen gegangen. Ich bin erst um 18 Uhr wach geworden. Leider kommt immer wieder was dazwischen. Ich wollte ja seit Montag trainieren gehen. Auch für mich ein bisschen trainieren gehen. Mhm. Einmal haben die mich um 12 Uhr aufgeweckt und haben gesagt, komm, wir gehen Döner essen. Dann war ich da und einen Tag später war ich mit ihm Krebs essen in Hanau. In der zweiten Januarwoche werde ich gegen dich, der hinter der Kamera steht, Sparring machen. Einer von uns beiden, wenn er schlafen geht, zahlt der Christian den Gewinner 2000 Euro. So, um was machen wir jetzt tschechisches Papier? Um 12 oder 14er Unsen. Wer gewinnt? Also wenn du gewinnst, soll ich 14er Unsen. Wenn der gewinnt, 12er. Das 1? Ja, 1. Ich mach Stein. 12. Ansonsten kämpfe ich auch ohne Handschuhe, also da funktioniert auch noch alles. Wenn ihr wollt, machen wir einen Bernackel Fight. Ja, können wir auch machen. Bei King of the Streets dann, oder? Nee, King of Ekelen. Ach, wie viel Kilo hast du, Olli? Ich hab 95 jetzt gerade. Du? Ich hab 96. Digga. Okay, das ist doch top. Wir treffen uns bei 93 Kilo. Kein Problem. 93 Kilo. Ich flieg doch nach Dubai. Ich bin den ganzen musst Tag doch trainieren, du Trottel, Alter. Was denkst du? Glaub mir, du nimmst es auf die letzte Schulter. Wenn der fit ist, der muss ja nur fit sein gegen dich eigentlich. Wenn du den triffst, dann ist was anderes. Aber wenn er dich ausdenzelt und haut dir in die Schnauze, was dann? Dann muss ich reinspringen, wieder alles klären. Ja, wie immer. Alles zuckerfrei. Ich muss ja noch ein paar Kilo runtergehen. Bis zum 14. Januar. Wie wäre es für dich, wenn Christian hier da unten vielleicht mal irgendwann kämpfen sollte? Ich denke, das wird auch der Fall sein. Er hat ja schon bewiesen, dass er auch 20.000 Leute zusammenbringen kann. Ich denke auch 50.000 Leute kriegt er auch noch. Mein Freund Alex hatte ja schon. Mein Freund Christian. Ja. Also, wie viele Kilo läufst du jetzt eigentlich rum? 89. Das ist ein Muss hier in der Loge. Also wenn ich nicht in der Vorbereitung bin. Christian, wir wissen ja, wie die Stimmung hier im Waldstadion bzw. Deutsche Bank Park ist. Kannst du dir irgendwann vorstellen, wie die Stimmung hier sein sollte, wenn du hier mal irgendwann einlaufst? Mindestens genauso krass, weil alle Leute kommen. Könntest du dir vorstellen, Christian irgendwann mal hier kämpfen zu sehen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn einer dieses Stadion voll macht, dann nur der Christian. Meinst du, die Stimmung wäre dann auch so? Besser. Viel besser. Christian 0-0, Meinung zum Spiel bis jetzt? Ich hatte ein paar gute Chancen, aber ich habe nicht zu viel gesehen. Ich war mehr am Getränke bestellen. Aber Zeit an Zeit guck ich mir an. Was sagst du zu Emir Alkohol in der Vorbereitung? Scheißegal, der haut dir in die Schnauze, ganz einfach. Die unterschätzen ihn. Die unterschätzen ihn. Ja, ja. Sei ruhig mal. So, kurz ich hab keinen gekifft. Wir brennen die Augen aber wie Feuer. Muss noch mal kurz klargestellt werden, ne? 2-1 verloren, scheiße, das ist wie eine Niederlage. Du hast vorhin angesprochen, ein potenzieller Kampf könnte hier stattfinden, steht noch nichts fest. Welchen Gegner würdest du dir wünschen? Titelkampf. Ich weiß nicht, was drüber ist. Ist klar, das Bier oder so. Was bist du noch Deutscher? Ich bin der Deutsche. Ja?
Sei nicht so breit, ich bin mal hin. Ich schaffe niemals auf Ex. Jo, wie sieht's aus? Brutal, Alter. Guck mal hier, guck mal nur da raus. Und noch so tüchtig, ja, Wahnsinn. Das ist der beste DJ hier. Das ist der beste DJ hier. Allerbeste, ja. Der allerbeste DJ. Wenn er denn da ist. Ich war das erste Mal auf dem Kampf überhaupt. Natürlich nur wegen Christian. War mega, mega geil. Die Stimmung und alles. Keine macht dem Alkohol. Servus, Alex. Das ist Alex. Hi. Hier, ich schwenk mal darüber. Das ist es. Alex, stell schon mal vor. Bester Mann, hast du gerade gehört. Du bist ja von der alten Schule. Du weißt ja, wie man noch professionell boxt. Du zeigst mir zwei, drei Sachen, wo ich den einfach direkt mit einem Schlag schlafen schicke. Also, du willst den Kameramann auslocken? Hast du Straßenregeln oder die machst du Regeln? Boxen, Bo, Boxen. Ja, auf der Straße gibt es auch Boxen. Nein, mit Handschuhen. Wo gibt es auf der Straße mit Handschuhboxen? Also ich kenne, er hat immer Handschuhe. Okay, und was weiß die Zusatzregel? Ich habe auf der Straße auch Handschuhe an. Die Zusatzregel war, wer der Verlierer muss sich die Haare wie Ronaldo damals. Kennst du den Schnitt? Nur hier vorne? Eine Woche tragen. Der stellt sich einfach vor. Der trainiert, der geht schon zweimal im Training. 14.1. 14.1. Wie 14.1? 14.1 ist ausgemacht worden. Ich bin nicht dabei. 14.1, das ist doch... 6 Wochen. Ne. Der geht doch weg. Weil wir höchstens noch kurz einen Hogwarts nachfragen nach dem Zauberstab. Da lachst du, ne? Ne, da bin ich raus. So, also da steht schon 1-0 für dich. Was ist, wenn jemand eine Gewichtung schafft? Also 100 Kampf, 200 Euro. Muss er an dich zahlen oder du an ihn zahlen? Okay, Junge, dann muss er das Drink. Oh, du Boy. 100 Kampf. 100 Kampf sind 200 Euro. Aber okay, als Trainer bin ich raus. Das geht nicht. Ist schon gut was los für Donnerstagabend, gell? Ja, auf jeden Fall. Wir können natürlich nicht so viel zeigen. Die Gäste wollen alle ein bisschen inkognito bleiben. Und YouTube erlaubt auch nicht so viel? Ja, natürlich ist auch noch dazu. Aber am besten überzeugt ihr euch selbst. Kooperative Frankfurt, für jeden ein Begriff eigentlich hier in Deutschland. Ja, kommt her, überzeugt euch selbst. Brutale Frauen und brutale Show. Aber leider können wir es euch nicht zeigen. Also, kommt dran. Kleines Training und dann werden wir nachher mit Tommy, glaube ich, um die Häuser ziehen. Ich so einen Muskelkater, ne? Vom Mittwoch hast du noch. Vom Mittwoch habe ich jetzt Muskelkater. Also, was steht jetzt eigentlich noch so die nächsten Wochen an? Vielleicht geht es bald wieder nach Hamburg? Ja, mal gucken. Tschüss, Julia hat mir gesagt, er würde gerne ein Training filmen oder ein Training machen. Klar, in Verbindung dann mit Alkotheke. Ja. Vorher oder nachher? Besser nachher. Also sonst wird es nichts mit dem Training. Reeperbahn, wie immer, Ritze gehen. Wäre geil, ja. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist ganz, ganz wichtig für jedes neue Video. So. Ich erkläre. Um was es hier geht. Also 20 Kalorien Skiergometer, 15 Kettlebell Swings, also die normalen bis vorne, und Carry, oder wie das heißt. Farmers Carry. Hin und zurück. Das Ganze 5 Runden. Eine Runde hast du fertig, hast eine Minute Pause und dann wieder. Yes. Das nehme ich. Das ist optimal im Training, auch so die Fitness, Kraft, Ausdauer, so auf einem gewissen Level zu halten. Ne? Sich ja gut ausklinken lassen, nicht unfit ausklinken lassen, das ist das Wichtigste. So, Fazit zum Training, wie ich eben schon gesagt habe, das Konditions-, Kraft-, Ausdauer-Level auf einer gewissen Ebene halten. Deswegen war das ganz okay, das Training war okay, war jetzt kein High-Intensity. Training, aber alles gut. Jetzt nach dem Training wie immer, heute der Mix aus Isoclear und Daily.
Daily hat Kollagen, Glutamin und Kreatin enthalten. So seid ihr den Tag über komplett abgedeckt. Man kann auch sagen, dass der Champ Shake ist, oder? Ja, der neue Champ Shake. Hier. Daily. Ja, genau. Ist ein guter Mix. Ist ein guter Mix. Genau. Wichtig ist es noch dabei, die gleichen Geschmäcker zu nehmen. Nicht, dass es dann vielleicht komisch schmeckt oder sonst irgendwas. So, das soll schmecken. Ich muss kurz aufhören, weil es schmeckt einfach brutal. Ohne Scheiß. Mit dem Code Champ gibt es wie immer maximalen Rabatt. Also alle auf ESN und den geilen Champ Shake, den neuen, probieren. Ist da Wodka drin oder was? Hast du Wodka drin? Wir waren ja auf der Mixzeit gerade. Wir waren auf Mixzeit gerade, aber konnten wir leider nicht filmen, weil so viele nicht wollten. Deswegen wir, sie, alle gefilmt werden. Aber war eine gute Veranstaltung für Frankfurt, für Kampfsport. Von daher passt es. Jetzt lassen wir den Abend noch ausklingen. Wir haben erst 1 Uhr. Du willst schlafen gehen, Olli, ja? Du bist im Trainingslager, ich gell? Ich hab schon geschlafen, ja. Der hat trainiert wie ein Löwe. Sehr gut. Emi ist auch am Trainieren wie ein Löwe. Guck mal, ganz kurz. Ich brauche keinen Trainer. Ich habe meinen Manager hier an meiner Seite, meinen Bruder. Und wir schaffen das. Wie wir immer sonst alles schaffen. Ja. Inshallah. Mashallah. Das ist mein guter Freund, der Taifun. Der Chef hier vom Mandala. Bester Laden hier in Frankfurt. Männer, der Tommy, der will euch was sagen. Ja, warte, ich drück. Ja, ich kann schon selber drücken. Gib mal das Ding her, meiner Coin. Gib das Ding sofort her. Nur schön reden. Aber nicht irgendwas mit Stress. Nein, um Gottes Willen, kein Stress. Guten Abend alle miteinander. Ich würde euch gerne jeden von euch eine Pasta Bolognese bestellen. Der will Bolognese haben und der will Parmesan haben. Sofort melden. Und dann wollte ich noch was sagen. Ich werde gerade geschlagen. Jason, bitte, bitte. Der macht mich fertig heute. Ihr braucht nicht kommen, es ist nichts passiert, alles ist gut, Tommy lebt. Lass mich mal bitte alle noch. Du weißt ja auch, cheers, wie du dich selber zu verteidigen hast, oder Tommy? Das ist für eine Frage, natürlich. Emil? Ja? Was gehört bei dir zu einem gelungenen Samstagabend dazu? Dass alle Leute Spaß haben, dass alle meine Brüder, meine Freunde glücklich sind. Dass wir mein Bruder Tommy glücklich gemacht haben. Was los? Wen? Was macht mein Sohn hier? Guck, hier sind die Eiswürfel. Können wir uns. Eiswürfel sind korrekt, korrekt. Bruder, das ist korrekt. Können Sie mir in die Schau gehen, junger Mann? Ich muss gucken. Oh. Ah, Bruder, kennt ihr mich? Das ist korrekt. Egal, wir konnten genau. Alter, das ist doch... Wie, das ist korrekt? Aus Rostzwiebeln? Was für Rostzwiebeln? Das sieht aus wie... Kann man das rauchen?